Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Kärnten TV 90. Auch 2023 wollen wir Ihnen wieder die Highlights der vergangenen Monate präsentieren, in den traditionellen Kärnten TV Jahresrückblicken. In den nächsten zwei Wochen sehen Sie hier die wichtigsten Momente aus 12 Monaten Kärnten TV. Wir starten heute mit den Monaten Jänner bis März. 2023 wird das Jahr der Volkskultur. Auf Vorschlag des Kärntner Kulturgremiums wird Kärnten in den folgenden Monat ganz im Zeichen von Brauchtum und Tradition stehen. Eröffnet wird im Jänner das neue Besucherzentrum des Geoparks Karawanken auf der Betzen. Eine Ausstellung zu den geologischen und kulturellen Besonderheiten des Geoparks soll künftig ganzjährig Besucher anlocken. In Fürnitz kommt es zu Jahresbeginn zu einem dramatischen Zugunglück. Ein Expertengremium des Landes und die Behörden kümmern sich um die Aufräumarbeiten. Eröffnet wird im Jänner auch die Agrarmesse. Mehr als 25.000 Besucherinnen und Besucher informieren sich über die neuesten Angebote im Bereich der Landwirtschaft. Im Februar wird von der Landesregierung der Kärnten Bonus Plus ins Leben gerufen. Damit soll Kärntens Bevölkerung in Zeiten der Teuerung finanziell unterstützt werden. Erstmals kann in Kärnten an berufsbildenden höheren Schulen nicht nur mit der Matura, sondern auch mit der Pflegefachassistenz abgeschlossen werden. Bauboom im Lavantal. In St. André wird ein neuer Kindergarten eröffnet. In Wolfsberg erfolgt der Spatenstich für eine Wohnanlage. Die Häuselbauermesse ist ein voller Erfolg. Rund 390 Aussteller aus 8 Nationen präsentieren in Klagenfurt ihre Produkte und Dienstleistungen. Restaurantfachmann Simon Wieland wird Ende Februar zum Lehrling des Jahres ausgezeichnet. Am 5. März wählt Kärnten einen neuen Landtag. Rund 430.000 Wahlberechtigte können ihre Stimme abgeben. Alle Ergebnisse und Analysen sowie spannende Einblicke können an diesem Wahlsonntag live auf kärnten.tv verfolgt werden. Die SPÖ gewinnt mit rund 39% der Stimmen die Wahl. Gestartet wird im März auch der VCÖ-Mobilitätspreis. Eine neue Führung bekommt das Kärnten-Museum. Walter Muchitsch wird zum Museumsdirektor bestellt. Ein besonderes Jubiläum wird im Landhaus gefeiert. Die Kellag begeht ihr 100-jähriges Jubiläum. Junge Musikerinnen und Musiker stellen ihr Können bei Prima La Musica unter Beweis. Ein Meilenstein für die Verkehrssicherheit wird in St. Veit gefeiert. Der Sicherheitsausbau entlang der S37 wird Ende März gestartet. Wir danken Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen und wünschen Ihnen noch einen besinnlichen Feiertag. Begleiten Sie uns am Donnerstag zurück in die Monate April bis Juni.